Seid ihr schon bei Ello? Das kleine Netzwerk möchte jetzt den Kampf gegen den großen Riesen Facebook aufnehmen. Ich bin Philipp und das sind die Was geht ab Shorts. Seit März diesen Jahres ist eine Alternative zu Facebook in der Mache. Ello heißt das soziale Netzwerk, das sich derzeit in der Beta-Phase befindet. Das heißt, ihr kommt da zunächst nur mit einer Einladung rein. Ello ist ein Projekt von ein paar Künstlern und Programmierern. Sie wollen damit ein Netzwerk erstellen, in dem der Nutzer im Vordergrund steht. Während Facebook seine Strukturen für Werbekunden anpasst, soll es auf Ello gar keine Werbung geben. Bisher finanziert sich das Netzwerk über einen amerikanischen Investor. Der hat bis jetzt $435.000 in die Entwicklung investiert. Das sind ungefähr 345.000 Euro. Die Anfrage nach Einladung ins Ello-Netzwerk soll laut den Machern bei rund 30.000 pro Stunde liegen. Das sind so viele, dass einige Zeit lang keine Einladungen mehr verschickt wurden. Später will sich das Netzwerk über die User finanzieren, die für bestimmte Funktionen Geld bezahlen sollen. Welche davon zukünftig kostenpflichtig sein werden, ist noch nicht bekannt. Bisher lässt sich nur schwer bewerten, ob Ello tatsächlich ein Konkurrent für Facebook ist. Fest steht, dass es viele Eigenschaften mitbringt, die User an Facebook kritisieren. Bei Ello braucht der User seinen Klarnamen, also seinen echten Namen, nicht zu verwenden. Bei Facebook besteht dazu eine Pflicht, es muss der richtige Name angegeben werden. So hatte der Konzern einige Drag Queens beispielsweise ermahnt, sie sollten doch ihren wahren Namen im Netzwerk benutzen. Diese hatten jedoch keine Lust dazu, unter anderem auch, weil sie sich mit ihrem echten Namen Anfeindungen ausgesetzt gesehen hätten. Bei Ello soll das also anders sein. Es ist auch kein Problem, mal ein Nacktbild zu posten. Dazu gibt es dann noch die Funktion NSFW, Not Safe for Work. Das Netzwerk will von seinen Nutzern keine Daten sammeln. Jeder kann selbst entscheiden, ob er durch Google analysiert wird oder nicht. Dennoch bleiben einige Daten von den Usern auf den Servern. Zwar entfernt Ello die IP-Adressen, dennoch weiß das Netzwerk, woher man kommt, welche Sprache man spricht und wie lange man bei Ello surft. Damit wollen die Programmierer den User verstehen. Aber auch dieser Datensammlung kann widersprochen werden. Nutzt der User allerdings Anwendungen von Google, ein Handy mit Android, Google Chrome oder YouTube, werden die Daten trotzdem gespeichert. Dagegen kann Ello nichts unternehmen. Da sich Ello noch in der Beta-Phase befindet, gibt es viele Funktionen noch gar nicht oder laufen nur fehlerhaft, so zum Beispiel die Suche. Emoticons müssen per Code eingegeben werden. Jetzt gab es den ersten Hackerangriff auf Ello. Dabei wurden etliche sinnlose Anfragen an den Server geschickt. Das hat schließlich dazu geführt, dass dieser zusammengebrochen ist. Die Beta-Tester konnten deshalb einige Stunden nicht auf das Netzwerk zugreifen. 2010 wurde Diaspora gegründet. Die Macher hatten auf Kickstarter $177.000 gesammelt und ihr Netz an den Start gebracht. Wie bei Ello soll bei Diaspora der Nutzer im Vordergrund stehen und nicht der Verkauf von Daten und Werbeeinnahmen. Bis heute hat Diaspora rund 1 Million Mitglieder, Facebook hat 1,3 Milliarden. Bei Diaspora werden Daten dezentral verwaltet. Das heißt, alles wird auf kleineren Servern, Pods genannt, gespeichert. Der Nutzer kann sich aussuchen, welchen Pod er benutzt. Eine Alternative zu Twitter gab es seit 2012 mit app.net. Auch dieses Netzwerk wurde geschaffen, weil ihr Begründer fand, dass Twitter seinen Fokus zu sehr auf Werbekunden legen würde. Im Mai 2014 hat app.net sämtliche Mitarbeiter rausgeschmissen, den Betrieb will man allerdings aufrechterhalten. Einen ernsthaften Konkurrenten für Facebook gibt es derzeit im Internet also nicht. Die Grundidee von Ello ist also nicht neu. Die Vergangenheit zeigt, dass andere ambitionierte Netzwerke gegründet wurden, diese aber bei weitem nicht so erfolgreich waren wie Facebook. Ganz frei von den Gesetzen der Marktwirtschaft ist auch Ello nicht. Da das Netzwerk durch einen Investor finanziert wird, muss es sich refinanzieren. Ob die User bereit sind, für Features Geld zu bezahlen, bleibt abzuwarten. Die Hoffnungen auf ein unabhängiges Netzwerk sind groß und auch die Erwartungen. Immer mehr Usern missfällt beispielsweise der App-Zwang von Facebook oder der Verkauf von Daten an die Werbeindustrie. Es muss Ello also gelingen, einen Mehrwert für die User zu schaffen, damit diese sich wieder mit Leuten vernetzen, die sie auch schon bei Facebook kennen. Glaubt ihr, dass ein Netzwerk nochmal so groß werden kann wie Facebook? Was haltet ihr von dem Ello-Konzept? Und habt ihr vor, euch bei dem neuen Netzwerk anzumelden? Schreibt mir dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr spannende Sachen sehen wollt, dann empfehle ich euch die zwei Videos hier neben mir. Und wenn dir das Video hier gefallen hat, dann gebt dem Ganzen noch einen Daumen hoch. Das waren die Was geht ab Shorts und ich gehe da mal jetzt mein eigenes Netzwerk gründen. Wie innovativ!